So, liebe Freunde der Beatmusik, das Maß ist voll, ich habe einen Halt. Was lese ich gestern Abend, 19.05 Uhr in der Sächsischen Zeitung online? Bildungsurlaub für Stadtangestellte. 2 Tage stellt die Stadt für Mitarbeiter in Aussicht. Der Beschluss hat für geteilte Meinungen im Stadtrat gesorgt. Hintergrund. Gestern fand eine Sondersitzung des Stadtrates statt, auf Antrag von Die Linke. Und Die Linke hatte mit Sicherheit beabsichtigt, dass noch vor der Stadtratswahl am 26., also vorgestern, durchzuziehen. Das hat nicht geklappt, unter anderem, weil eben auch die Wahlauszählung im Rathaus stattfindet. Also ist der Stadtrat in die Messe umgezogen und hat dort getagt, unter erschwerten Bedingungen. So, um was geht's? Der Geschäftsbereich des SPD-Finanzbürgermeisters Peter Lames hat eine Vorlage erarbeitet. Aus dieser Vorlage geht hervor, oder damit ist beabsichtigt gewesen, den Mitarbeitern der Stadtverwaltung, und zwar denen der Kernverwaltung, das sind ungefähr 7.000, einen sogenannten Bildungsurlaub zu gewährleisten oder zu ermöglichen. 7.000 Mitarbeiter, in der Vorlage selber steht, dass eine Arbeitsstunde im Durchschnitt die Stadt 37 Euro kostet, mal 16 Stunden, 2 Tage im Jahr, mal 7.000, kommst du auf ungefähr 4,1 Millionen Euro. Und es steht auch explizit so in der Vorlage drin. Jetzt habe ich mir im Ratsinfo angeguckt, wie denn der Verlauf dieser Vorlage war. Er wurde also mindestens einmal, sogar zweimal eigentlich, im Ausschuss für allgemeine Verwaltung, Ordnung und Sicherheit behandelt. Und wie aus der Aufzeichnung der gestrigen Sitzung hervorgeht, hatte Die Linke also schon im Ausschuss einen Ergänzungsantrag gestellt. Es sollten also nicht nur die 7.000 Mitarbeiter der Kernverwaltung davon profitieren, sondern auch die Mitarbeiter der Eigenbetriebe. In den Eigenbetrieben sind insgesamt Pi mal Daumen 6.500 weitere Mitarbeiter beschäftigt. Weiterhin hat Die Linke gefordert, dass der Bildungsurlaub nicht nur 2 Tage pro Jahr, sondern 5 Tage pro Jahr betragen sollte. Wenn man das also ausrechnet, dann sind es statt 7.000 Mitarbeitern 13.500 Mitarbeiter, statt 2 Tage 5 Tage. Man kommt also auf bis zu 20 Millionen Euro pro Jahr, die Linke bereit war, aus Steuermitteln auszugeben. Nun gut, der Antrag wurde von den Linken wurde im Ausschuss bereits abgelehnt. Der Ausschuss hat mit 11 Ja-Stimmen bei 3 Enthaltungen gesagt, wir stimmen der Originalvorlage des Finanzbürgermeisters zu, der auch für das Personal zuständig ist. Nun gut, also, die FDP hat am 9. Mai, also schon vor gut 3 Wochen, ja, knapp 3 Wochen, einen Änderungsantrag gestellt, der das ein bisschen einhegen sollte. Und zwar sollte statt Freibier für alle nur die berufliche Weiterbildung, aber eben nicht das Ehrenamt, wie zum Beispiel Übungsleiterstunden für irgendwelche Trainer von Fußballvereinen bezahlt werden. Das hätte den Betrag oder die Leistung reduziert. Die CDU, namentlich der Herr Brauns, hat gegen die FDP gewettert und hat der Sache zugestimmt. Dazu muss man wissen, Herr Brauns, CDU, regiert im Moment mit der SPD im Land. Und Sachsen ist neben Bayern das einzige Bundesland, was kein Bildungsurlaubgesetz hat. Alle anderen Bundesländer haben das, lässt sich im Internet locker recherchieren. Der Herr Engemeyer von Die Linke hat auch darauf hingewiesen, dass in den meisten Ländern, das wären dann 14 Länder, Bundesländer, bis zu 5 Tage Bildungsurlaub gewährt werden. Ich habe es mir angeguckt. In einigen Bundesländern sind zum Beispiel Beamte von der Regelung ausgeschlossen. Es gibt weitere Einschränkungen und so weiter. Ja, so, was ist also passiert? Am Ende wurde beschlossen, es bleibt bei den 7.000 Mitarbeitern der Kernverwaltung. Es bleibt bei 2 Tagen statt 5 Tagen. Allerdings wird die Evaluation erst im April 2021 stattfinden und die Maßnahme ist vorläufig befristet bis Ende 2021. Wir dürfen gespannt sein. So, ich habe weiter gegoogelt und habe mal geguckt, wenn die anderen Bundesländer das alles schon haben, da gibt es doch da bestimmt auch schon eine Evaluation. Was habe ich gefunden? Vom Anfang dieses Jahres aus Baden-Württemberg, 210 Seiten Evaluation. Und was steht drin? Es nimmt so gut wie keiner in Anspruch. Ich habe weitergesucht,
Kleine Anfrage der Grünen aus Mecklenburg-Vorpommern aus dem Jahr 2013. Dort ist ein Verweis drin, dass in Schleswig-Holstein im Jahre 2011 nur 0,78% aller Anspruchsberechtigten das auch tatsächlich in Anspruch genommen haben. Und dass es in Mecklenburg-Vorpommern noch weit weniger als diese 0,78% sind. Zu welcher Schlussfolgerung verleitet mich das? Das verleitet mich zu der Schlussfolgerung, dass da 4,1 Millionen Euro im Dresdner Haushalt reserviert wurden für Bildungsurlaub, gerechnet für alle Mitarbeiter der Stadtverwaltung, also 7.000. Wenn man davon ausgeht, dass 1%, siehe Schleswig-Holstein, 1% aller Mitarbeiter der Stadtverwaltung das in Anspruch nimmt, dann sind es nicht 7.000, nicht 700, sondern 70. Und für diese potenziellen 70 Mitarbeiter der Stadtverwaltung werden da 4,1 Millionen Euro geparkt, die ziemlich sicher nicht in Anspruch genommen werden. Da werden 4,1 Millionen Euro geparkt, die, wenn sie nicht in Anspruch genommen werden, einfach zurück in den großen Haushaltstopf fließen. Und diejenigen, die es noch in Erinnerung haben und die es wissen, die werden bei erstnächster Gelegenheit darauf zurückgreifen und irgendeine andere Herzensgelegenheit von sich damit finanzieren. Da werden Steuergelder vor dem Bürger versteckt, wir werden nach Strich und Faden verarscht. Und es geht mir mächtig auf den Sack. Dankeschön.